Kollege Christoph Matschi, SPD-Fraktion. Werte Kolleginnen und Kollegen, Herr Präsident, jetzt also vom Kindergeld zu Äthiopien. Warum diskutieren wir heute Abend Äthiopien und Eritrea? Weshalb gibt es diesen Antrag? Es gibt ihn, weil sich ein gewaltiger Umbruch vollzieht in der Region am Horn von Afrika, der im letzten Frühjahr neu ins Amt gekommene Premierminister Abiy Ahmed in Äthiopien hat eine unglaubliche politische Dynamik in der Region ausgelöst. Er hat politische Gefangene freigelassen, hat die Opposition eingeladen, sich an der politischen Debatte zu beteiligen, hat auch Exilopposition wieder ins Land zurückgeholt. Und er hat einen Friedensprozess mit Eritrea in Rekordgeschwindigkeit, muss man schon sagen, auf den Weg gebracht und damit einen Konflikt beendet, der über 20 Jahre schon die Politik am Horn von Afrika mitbestimmt und in weiten Teilen auch gelähmt hat. Nach Jahrzehnten einer autoritären Herrschaft hat sich Äthiopien auf den Weg in eine offene Gesellschaft, in einen demokratischen Umbruch gewagt. Und es hat einen Frieden gewagt, an den vor kurzem noch niemand zu denken wagte. Dieser Frieden hat übrigens auch Auswirkungen, nicht nur auf die Beziehung von Äthiopien und Eritrea, sondern strahlt auch ab auf die Konfliktregion Somalia, auch auf die Diskussion und die Situation im Südsudan und im Sudan. Wir sehen hier also ein Stück Afrika im Aufbruch. Und ich finde es wichtig, das deutlich zu machen, denn Afrika spielt in unserer Berichterstattung vor allem als Muster für Katastrophen, für Flüchtlingsbewegungen und vielleicht, wenn es mal schön ist, als Hintergrund für die Safari eine Rolle. Aber Afrika ist ein Kontinent im politischen Aufbruch, und zwar an vielen Stellen und in einer ganz interessanten Entwicklung auch für uns. Und wir müssen lernen, Afrika als Partner ernster zu nehmen. Aber, und das will ich auch gleich zu Beginn sagen, diese Entwicklung, die der äthiopische Premierminister angestoßen hat, ist kein Selbstläufer. Und sie steht vor gewaltigen Herausforderungen. Man muss sich vor Augen führen, dass hier ein Vielvölkerstaat, in dem es rund 80 verschiedene Ethnien gibt, aus einer autoritären Herrschaft in eine offene Gesellschaft sich entwickeln soll. Das hat nicht nur positive Effekte ausgelöst, sondern auch erhebliche ethnische Konflikte wach werden lassen, aufbrechen lassen. Und seit Anfang des letzten Jahres hat es rund 1,4 Millionen Binnenvertriebene in Äthiopien aufgrund solcher ethnischen Konflikte gegeben. Eine große Zeitung hat vor einiger Zeit deshalb getitelt: Äthiopien zwischen Demokratie und Chaos. Äthiopien ist auf dem Weg zur Öffnung, auf dem Weg zur Demokratie, aber es gibt auch starke andere Kräfte im Land und es gibt neben diesen ethnischen Konflikten natürlich auch enorme wirtschaftliche Probleme, insbesondere eine stark ausgeprägte Bürokratie, aber auch ein über Jahre hinweg immer wieder hemmender Devisenmangel. Trotzdem hat es Äthiopien in den letzten Jahren geschafft, ein enormes Wirtschaftswachstum zwischen 8 und 10% pro Jahr hinzulegen. Und es braucht auf diesem Weg weitere Unterstützung. Die braucht es auch, wenn man auf die Nachbarschaft des Landes schaut, die ja auch nicht stabil ist, sondern von großen Turbulenzen geprägt ist. Somalia, Südsudan, jetzt aktuell auch wieder im Sudan Unruhen. Und trotz allem hat es der äthiopische Premierminister geschafft, eine unglaubliche Hoffnung in seinem Land zu erzeugen, eine Aufbruchsstimmung. Und ich bin mit einigen Kollegen Ende August letzten Jahres dort gewesen und die Begeisterung in vielen Teilen der Bevölkerung ist mit Händen zu greifen. Und wir müssen dieses Momentum, was da ist, diese Bewegung, die entstanden ist, jetzt nutzen. Diese neue Regierung braucht politische und wirtschaftliche Unterstützung. Und mit diesem Antrag wollen wir ein klares Signal an die äthiopische Regierung senden, aber auch an Eritrea. Wir unterstützen die politische Öffnung. Wir unterstützen den Friedensprozess. Und wir wollen auch die wirtschaftliche Entwicklung unterstützen. Der Friedensprozess und die gesellschaftliche Öffnung, die in Äthiopien jetzt
sich zeigt, die Gesellschaft, die in Bewegung gekommen ist, die erhöht natürlich auch den Druck auf die eritreische Regierung zu Veränderungen. Denn wenn man nach Eritrea schaut, dort hat sich innenpolitisch bisher kaum etwas bewegt. Nach wie vor gibt es in Eritrea nicht mal eine in Kraft gesetzte Verfassung. Der Entwurf von 1997 ist nie tatsächlich Verfassung geworden. Es gibt kein Parlament, das tagt. Es gibt keine Pressefreiheit. Es gibt keine Opposition. Es gibt eine harte Unterdrückung. Und die klare Botschaft an die eritreische Regierung muss sein, auch hier erwarten wir Reformprozesse, politische Öffnung. Wir brauchen auch hier Freiheit für eine neue Entwicklung. Und das Land hat hier einen schwierigen Weg vor sich. Was in Äthiopien passiert ist, ist wirklich beeindruckend. Ich will nur einige Beispiele nennen, die auch durch die Medien gegangen sind. Eine Oppositionspolitikerin, die im Exil lebte, die zu, ich glaube, sogar mehrfacher lebenslanger Haft verurteilt war, Birtukan Mideksa, ist nicht nur zurückgekommen ins Land, sondern der neue Premierminister hat sie zur Leiterin der Wahlbehörde gemacht, mit dem Blick auf die 2020 geplanten Wahlen. Es sind umfangreiche Gesetzesänderungen angekündigt und einige auf den Weg gebracht. Und wir hatten vor einigen Monaten die Gelegenheit, mit der Kommission zu diskutieren, wo Wissenschaftler, Juristen, Vertreter der Zivilgesellschaft und der Regierungspartei zusammensitzen und überlegen, wie man diese Reformprozesse jetzt institutionalisieren kann, wie man Gesetze ändern muss, das Wahlgesetz, das Gesetz über die Arbeit zum Beispiel von NGOs, Pressefreiheit und so weiter und so fort. Äthiopien sieht sich aber auch, und das nehmen vielleicht die meisten gar nicht wahr, als Vorreiter einer grünen Wachstumsstrategie in Afrika. Äthiopien ist ein Land, was heute schon über 80% seines Energiebedarfs aus erneuerbaren Energien deckt und diesen Weg auch konsequent weitergehen will. Auch das sind Entwicklungen, die spannend sind, die wir unterstützen können und wo es auch genug Anknüpfungspunkte für wirtschaftliche Zusammenarbeit gibt. Die Rolle der Frauen ist deutlich gestärkt worden durch die neue Entwicklung. Ich will zum Schluss eins sagen. Wir dürfen bei dieser Entwicklung nicht in der Zuschauerreihe stehen bleiben. Die Bundesregierung hat erste Schritte eingeleitet. Es gibt klare Signale. Der Bundespräsident wird noch Ende diesen Monats auch Äthiopien besuchen. Das finde ich ein wichtiges Signal. Wir wollen als Fraktion noch mal ein deutliches Signal an die Bundesregierung schicken. Lassen Sie uns gemeinsam alles unternehmen, um die Entwicklung in Äthiopien zu unterstützen, den Friedensprozess zu unterstützen. Denn es werden dringend Erfolge gebraucht und die so rasch wie möglich. Also, ich bitte um Zustimmung zu unserem Antrag. Für die AfD-Fraktion hat das Wort der Kollege Paul Bodulay.